Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem im Schnee testenden Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in den italienischen Alpen bei einem Fahrevent von der italienischen Firma Jeep. Die sind bekannt für Allradmodelle, für Offroad-Modelle und dann ist es oft in meinem Beruf so, man kommt hier hin und die fragen, ja Mensch Jan, was willst du fahren? Und dann habe ich gedacht, ich habe auf meinem Kanal eigentlich schon alle Modelle gemacht, habe schon überlegt, was nehme ich denn bloß, was zeige ich euch? Und dann passiert sowas, ich sehe ein Modell, auf das ich ewig gewartet habe, dass es in Deutschland nicht als Testwagen gibt, dass es wohl seit 2019 gibt, dass ich wohl in Genf gesehen habe, nämlich den Jeep Wrangler Sahara 1941 Edition von Mopa oder ja den Jeep Wrangler Mopa Edition. Ich weiß gar nicht genau, wie dieses Auto heißt und ehrlicherweise konnten mir die Jeep-Leute auch nicht so viel darüber sagen, aber einiges. Was ich euch sagen kann, ist, dass dieses Auto 5 cm höher steht, dass es Fox-Dämpfer hat, ja, und dass wir zum Beispiel was auf der Motorhaube haben, eine Beklebung, schwarze Elemente, Offroad-Elemente. Im ersten Moment denkt man, warum ist es nicht auf dem Rubicon, sondern auf einem Lang Unlimited Sahara, wie er hier steht. In diesem Auto drin ist übrigens der Dieselmotor mit seinen 200 PS. Und was werden wir heute zusammen in diesem Review im Schnee machen? Wir werden ein bisschen frieren, uns dieses Auto außen anschauen, schauen, was hat es für besondere Merkmale von Mopa. Wir werden reingehen, uns die gleichen Merkmale da anschauen. Wir werden fahren, überlegen, fährt sich dieses Auto ein bisschen anders, weil es hoch steht mit dem Dieselmotor. Wir werden es ein bisschen in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen und schauen, ob wir bis zum Ende vom Video auch einen Preis erfahren. Eben alles machen, was aus meiner Sicht ja und hoffentlich dann aus eurer auch zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns von www.derschneeautotester auf www.derautotester.de. Instagram, Facebook haben wir natürlich, soziale Kanäle. Schaut vorbei, da seid ihr recht schnell immer informiert mit dem Neuesten am Markt. Ihr findet uns auf YouTube. Eigentlich habt ihr uns da auch schon gefunden. Macht die Glocke an, abonniert uns, würde mich tierisch freuen. Ich bin übrigens der Jan und da geht es jetzt auch los mit mir und dem Jeep Wrangler Diesel Sahara Mopa Edition, 1941 Edition, wie auch immer. Viel Spaß bei diesem exklusiven Review. Ja, ich als Schneehase stehe im Profil von unserem Jeep Wrangler JL in der vierten Generation Sahara 1941 Edition bei Mopa oder Jeep Wrangler Mopa Edition. Was ich weiß, soll eine limitierte Edition sein. Die hier steht ganz exklusiv. Ich habe sie noch nirgends gesehen im Internet, außer in Genf. Da aber auch nicht so. Aber jetzt mal Schritt für Schritt. Erstmal, warum 1941? Da vorne steht es groß drauf, wir haben bei diesem Auto überall Easter Eggs versteckt, mit so einem Militärfahrzeug, da kommt der Jeep Wrangler her, da kommt die ganze Marke Jeep her, die kommt nämlich aus dem Militär. Jeep hat fürs Militär Autos gebaut und den ersten Willys, so hieß das erste Modell, den gab es 1941, das war die Geburtsstunde von Jeep und dieses Modell ist eine Reminiszenz an den ersten Jeep, so kann man das verstehen und soll besonders Offroad tauglich sein. Inzwischen gibt es den Wrangler dann, den modernen Wrangler, seit 1987 in der vierten Generation, ist eine echte Offroad-Ikone, hier steht da JL und wir haben verschiedene Möglichkeiten hier drin. Am Anfang gab es dieses Auto nur mit einem Benzinmotor, 272 PS, hier ist jetzt der Diesel und neu in der vierten Generation ist, wir haben die Ausstattungsweise Varianten Sport, Sahara, die soll ein bisschen urbaner sein und Rubicon, das soll die richtige Offroad-Version sein. Dann haben wir drei Dachformen, ein Hardtop, ein Stoffdach und einen elektrischen Rollo. Der Wrangler ist immer ein sogenanntes Cabrio. Und es gibt ihn in kurzer Version und in Unlimited-Version, also in langer, viertüriger Version. Die kurze ist echt für die echten Offroad-Cowboys, während die lange für Leute ist, die vielleicht mehr Wildschweine fangen als die anderen. So, und jetzt habe ich euch gesagt, es gibt hier eben diese Edition bei dem Modell, was ja an einige Wettbewerber hat, das Mercedes-G-Modell zum Beispiel, den Pajero haben wir, haben Toyota Land Cruiser, ja, wir haben die Pickups, die auch Offroad-mäßiges einiges drauf haben, wir haben den Suzuki Jimny zum Beispiel auch, also es gibt echt viel Wettbewerb im Segment, ihr streitet euch dann immer drüber, wer ist der beste Offroader, das G-Modell kann sich keiner leisten. Ich lege mich fest,
Der Wrangler ist mein Lieblingsmodell, weil er eben bezahlbar ist. Und ja, ihr Fans da draußen, ihr steht auf Individualisierung. Und bei der Sonderedition haben wir hier jetzt Fox-Dämpfer. Der steht 5 cm hoch. Wir haben hier eine Beklebung. Wir haben hier ja so eine schwarze Leiste, eine Schutzleiste im Schweller. Wir haben Spritzschutz, aber ich verrate ja noch nicht zu viel. Was wir jetzt machen ist, im Schnee probieren, nicht auszurutschen, um dieses Auto rumgehen. Und ich werde euch die ganzen Details, was dieses Auto exklusiv hat, zeigen, Friends. Sprechen wir über die Optik von unserem Firecracker roten, typische Farbe Wrangler 1941 Edition. Und euch interessiert, weil ihr wahrscheinlich alle meine Videos über den Wrangler geschaut habt oder andere und schon alles wisst, was ist exklusiv an der 1941 Edition? Was ist hier Mopar? Was sind Sonderteile? Ich kann es euch sagen, dafür bin ich da. Was dieses Auto nicht hat, ist ein sogenannter Schnorchel hier, das gibt es optional, und auch nicht die Offroad-Scheinwerfer oben, die gibt es auch optional. High-Beams kann man die auch nennen. Hier in der Scheibe ist auch ein kleines Easter Egg, das hat aber auch der normale Wrangler überall kleine Willis-Teile verteilt. 1941 steht hier drauf auf der Haube, wie cool, zum Geburtsjahr vom Willis. Und dann haben wir die ganze Front ausgestattet mit schwarzen Teile, denn wir sind ja böse Rapper, böse Offroader und es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde sich der Wrangler fit machen fürs Duell 2020 gegen den neuen Defender. Aber der Defender wird wahrscheinlich so teuer, dass beide Alleinstellungsmerkmal haben und eigene Kunden. Dann haben wir die Lufteinlässe in schwarz, oben alle schwarz. Wir haben hier ja dieses Schließelement für die Haube in schwarz und wir haben den 7-Slot-Grill hier vorne, das Gefängnisgitter in schwarz. Und wir haben hier unten weiter diesen Stoßfänger, der dem Fußgängerschutz geschuldet ist. Schön ist, da unten ist auch ein Abschlepphaken. Wenn man wirklich mal stecken bleiben sollte, dann kann man sich hier rausziehen lassen. Hier vorne eben kaum zu übersehen, 1941. Und jetzt gehen wir mal an die Seite. Und erstmal sieht man da Felgen, die man von 200 Mopar-Teilen vielleicht kennt, exklusive Sonderteile für dieses Auto, die 18 Zoll Felgen in schwarz, außen Chrom bzw. Silber und ein kleiner Willis drauf. Da denkt er so, Mann, erzähl mir nichts von den Felgen, das Ding steht abartig hoch. Ja, der steht 5 cm hoch und hat Fox-Dämpfer hier drin. Genau wie der Ranger Raptor sind da Fox-Dämpfer drin. Böse sieht es aus. Ich wünschte mir schon immer, dass dieses Auto höher steht, dann wird es noch geiler aussehen. Tut der jetzt grandios, vorne wie hinten Fox-Dämpfer. Woo! Ich habe übrigens nicht gekokst. So, hier ist ein Spritzschutz drauf, auch in schwarz. Und was noch Neues ist, ein Seitenschweller hier in schwarz, der Offroad-mäßig natürlich sehr praktisch ist. Ja, hier auch die Lufteinlässe in schwarz. Und was ich mich dann gefragt habe, die absolute Offroad-Sonderedition, limitiert vielleicht, wer weiß es, die gehört doch eigentlich auf den Rubicon. Hier ist es jetzt auf dem Sahara und auf einem langen Unlimited. Verstehe ich nicht so richtig. In Genf fahren auch beide Modelle. Schwarze Spiegelkappen sind hier drauf auch. Und dann haben wir hier wieder die Beklebung 1941. Hier ist das Hardtop drauf. Ja, hier hinten haben wir wieder ein Easter Egg, die gleichen Felgen. Das Auto steht auch hinten höher und wir haben hier ja auch wieder einen Spritzschutz mit Jeep drauf. Und wenn wir dann hier gucken, da haben wir so eine Eisenstange hinten, die beim Rückfahren helfen soll. Hier hinten wieder ein Abschlepphaken. Da kann man in der Regel jemanden mit rausziehen, aber naja, manchmal bleibt man selbst mit so einem Auto stecken und wenn alle Stricke reißen, kann man sich ja immer noch aufhängen. Ganz praktisch, das hier ist ein Unterfahrschutz. Ja, und dann haben wir hier dieses Reserverad hier hinten mit diesem Miami Vice Style da drauf mit den Palmen. Wie geil ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Surfbretter, genauso wie beim Grill vorne, richtig cool. Das ist ein Jeep Performance Part Extra Teil. Hier sieht man vierte Generation, neue Rückleuchten hier hinten. Ja, ich habe euch hier mein Herz hingemacht, weil ich euch so mag. Ich habe Liebe für euch alle. Und jetzt zeige ich euch, was noch exklusiv ist bei diesem Auto. Und das ist cool, denn wie oft ist man im Gelände, denkt, ah, ich habe Hunger, hat eine Currywurst, einen Grill dabei. Was weiß ich, kann mich nicht so richtig in dieses Szenario reinversetzen. Noch vielleicht beim Angeln will einen Fisch ausnehmen oder so. Und hat hier jetzt ja bei diesem Modell einen Tisch hier drin.
Wie cool ist das? Hier steht es drauf, Trail Ready, wieder so ein kleiner Willis drauf, richtig praktisch. Zack, ist er draußen und zack, ist er auch wieder drin, dass man nicht vorher mal auf die Idee gekommen ist. Das ist es von außen und jetzt kleiner Vorgeschmack auf innen. Wenn man sich jetzt anschaut hier im Innenraum, dann haben wir hier einen Haltegriff. Ja, das ist so eine Kordel Mesh. Design kann man das auch nennen. Wir haben hier Wrangler Einstiegsleisten, robuste, und wir haben hier eben ja auch diese Kordel wie beim Serienmodell. Das passt sehr gut zusammen, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Wir gehen mal rein und schauen uns an, was drin so passiert, ne? Ja, und sprechen wir über den Innenraum, und hier habe ich euch gezeigt hier die Haltegriffe. Da vorne haben wir noch Haltegriffe, aber die hier sind exklusiv beim Modell. Wir haben die Einstiegsleisten, eben die Fußmatten in Plastik vorne wie hinten. Irgendwas habe ich gelesen von einem Sonnensegel, konnte ich hier drin nicht finden. Vielleicht ist das auch noch eine Option, aber weil es dazugehört, vielleicht in aller Kürze. Wir haben weiter hier ein sehr aufrecht stehendes Armaturenbrett im Wrangler. Wir haben dieses Infotainment hier, was intuitiv schnell bedienbar ist und echt gut aus meiner Sicht. Ja, wir haben hier die Öffner für die Fenster in der Mitte, weil man die Türen hier aushängen kann. Wir haben hier weiter diesen zweiten Wahlhebel dann für 2H, 4H Auto, 4H Part-Time, Neutral und 4L. Also die Geländeuntersetzung ist kein Rubicon, also haben wir kein Swaybar, also Stabilisator und Sperrdifferential hier drin. Ja, dann haben wir hier eine Bergabfahrhilfe, Parkpiepser, eine Rückfahrkamera haben wir auch hier drin, was beim Offroad-Fahren besonders wichtig ist. Da vorne, ja, ein kleines digitales Instrument in den beiden analogen halt hier drin. Ansonsten ist es hier sehr robust. Wir haben hier auch nicht die roten Zierelemente, sondern sehr gediegen, schwarz. Die Sitze, da steht Sahara drauf, die sind bequem. Wir haben eine Sitzheizung hier natürlich an, weil es arschkalt ist im Schnee. Wir haben noch hier eine Handbremse. Wir haben hier die Elemente im Dach, die man rausnehmen kann. Im Sommer ist das mega geil, wenn man damit an den See fährt, zum Angeln, zum Jagen, was auch immer. Das ist schon cool. Hinten haben wir jetzt dann auch viel Platz bei dem Modell, auch mehr Platz im Kofferraum. Da können wir jetzt auch dann endlich grillen bei der Sonderedition. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt zum Innenraum, schaut euch doch einfach bitte meine anderen Videos an. Was wir jetzt machen, ist rausspringen und uns kurz mit dem Motor beschäftigen. Wirklich in aller Kürze. Und weil es zu so einem Review eben genauso dazu gehört wie der Schnee zu den Bergen, Mensch, was eine Kafka-eske Überleitung. Im letzten Leben war ich mal Schiller oder Goethe. Nee, Quatsch. Zeige ich euch jetzt eben den Motor, der gehört zu dem Geländewagen dazu, wie das Arm in die Kirche. War wieder schlecht. Ich mache euch den jetzt hier einfach mal auf. Ganz einfach. Habe ich nicht geübt. Sieht man. Hier drin ist jetzt der 2,2 Liter Diesel mit 4 Töpfen, mit 4 Zylindern. Das ist mein Lieblingsmotor im Auto, weil er halt, ja, 450 Newtonmeter Drehmoment hat. Und das 2119 Kilo schwere Auto, schätze ich, ja, halt eben mit mächtig viel Drehmoment nach vorne bringt. Das Auto hat weiter einen Leiterrahmen. Natürlich, wir haben Allradantrieb mit Heck, Geländeübersetzung, Automatikmodus hier drin. Also macht euch keine Sorgen, der kann im Gelände richtig was. Was euch aber natürlich wahrscheinlich viel mehr interessiert, wie die 200 PS vom Motor, den ihr kennt, ist, wie sind denn jetzt die Böschungs-, Neigungs-, Rampenwinkel, alles, was man im Gelände braucht, weil der steht ja jetzt ein bisschen höher. Und ich kann euch sagen, ich weiß es nicht, die Italiener haben mich einfach noch nicht informiert. Ich kann euch aber sagen, wenn ich es weiß, seid ihr die Ersten dieser Fahrt, denn ich werde es in die Beschreibung von dem Video packen. Ich kann aber sagen, dass ich jetzt einfach mal eins mit euch mache, und das bietet sich ja hier im Gelände an. Wir werden die Motorhaube zumachen und losfahren, und ich zeige euch mal so ein bisschen, wie sich die lange Sahara-Version hier in der Sonderversion hier durch den Schnee fräst. Fahren wir einfach mal los. Und jetzt wird endlich gefahren. Ihr habt euch die ganze Zeit gedacht, Mensch Jan, fahr doch endlich. Ja, mach ich doch, ja, mach ich doch. Hier ist der Schlüssel, der sieht genauso aus wie beim normalen Jeep Wrangler. Da könnte man sich für Sondereditionen eigentlich auch vielleicht ein bisschen was einfallen lassen. Ist aber nicht so. Hier ist allerdings der Griff. Und ihr fragt euch, Mensch, du hast so oft jetzt den Wrangler vorgestellt, warum jetzt nochmal fahren?
Grund Nummer 1, ich bin im Schnee. Grund Nummer 2, dieses Auto steht 5 cm höher und vielleicht kann es ja dann doch mehr, auch wenn es kein Rubicon ist, haben wir hier weiter. Natürlich die verschiedenen Möglichkeiten vom Antrieb, Heckantrieb, 4H Auto, 4H Part-Time, 4L. Wir haben nicht die Sperrdifferenziale, nicht den Stabilisator, den wir entkoppeln können. Und was man dann merkt, ihr seht schon, es holpert hier schon ganz schön. Ja, die Fox-Dämpfer sind anders abgestimmt. Die sind tendenziell hier drin. Ja, vielleicht sogar ein bisschen härter, aber man merkt dann deutlich, wenn man hier Offroad so ein bisschen ja, was macht, merkt man schon, ja okay, der hat natürlich dann doch nochmal eine andere Bodenfreiheit. Wir haben hier andere Möglichkeiten, mit dem Auto was zu machen und ja, vielleicht traut man sich dann auch ein bisschen mehr hier verbotene Straßen hochzufahren mit dem Modell, denn wir wissen halt eben, ja, die Rampen, Böschungs-, Neigungswinkel, die können uns gar nicht so viel ab hier drin, was ganz interessant ist. Und so traut man sich dann vielleicht ja auch den ein oder anderen Weg hier im Schnee hochzufahren, den man sonst mit einem Auto nicht hochgefahren wäre. Das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Auf die Autobahn konnte ich leider noch nicht damit. Natürlich wird der ein bisschen steiler im Wind stehen. Aber was natürlich schon cool ist, wenn man geländemäßig ambitioniert ist, schaut es euch an hier, Schnee. Ich fahre einfach hier hoch, gar kein Problem. Ich muss nicht mal ein unbedingt sehr versierter Fahrer sein. Ich muss einfach nur lenken können. Der Rest macht das Auto hier mit diesem Antrieb. Aber jetzt sage ich euch was, wir sind ja in Italien. Die Italiener nehmen das alles gar nicht so krumm. Ich glaube, ich darf hier gar nicht hochfahren. Das ist wahrscheinlich nur irgendwie für ja, Skifahrer oder Almözis oder so. Was wir jetzt machen, ist irgendwo schauen, ob wir umdrehen können, nicht festgenommen werden. Und ich werde euch ein... ja, Sondermodellen-Fazit zaubern hier im Schnee, aus dem Schnee. Ich hoffe, es gefällt euch. Kommen wir zu meinem Fazit von unserem Jeep Wrangler 1941 Edition, designed by Mopa. Mopa Edition, 1941 Edition. Niemand weiß, wie sie heißt. Was ich weiß, ist, dass sie mega geil ist und knallt. Ich stehe auf dieses Auto, aber ihr interessiert euch dann natürlich, kann der denn jetzt wirklich mehr im Gelände? Natürlich kann er mehr im Gelände, vor allem wenn man bei Mopa den Schnorchel bestellt, wenn man die High Beams bestellt und er ist 5 cm höher und hat dadurch wesentlich bessere Rampen, Neigungs, Winkel, alles was man eben im Gelände braucht. Bei der restlichen Technik verändert sich bis auf die Fox-Dämpfer nicht so viel. Was mir nicht ganz klar ist, wo man dieses Auto als Sahara ordert, warum man dieses Auto als Langen ordert, aber für jedes Tierchen sein Pläsierchen, sage ich immer. Was natürlich eine sehr spannende Frage ist, was kostet das Auto? Dafür mache ich die Videos. Ihr wollt wissen, was die kostet, kann ich mir die leisten? Und ich weiß es einfach nicht. Ne? Ich kann euch sagen, die lange Version als Sport beginnt, also in der Basis, bei 53.000 Euro. 3.000 mehr werden für Sahara oder Rubicon fällig. Ja, und ich habe auf der italienischen Seite gesehen, dass dieses Auto in der 1941 Edition als Viertürer, also Unlimited Lang, bei 61.050 Euro losgeht. Wäre ja eigentlich ein ganz guter Deal, von 56 dann zu 61 wären ja nur 5.000 mehr. Ich denke aber, der Schnorchel, der wird extra bezahlt, die High Beams wahrscheinlich auch, aber ich will meine Hände gar nicht verbrennen hier im Schnee, weil ich es nicht weiß. Ich kann euch nur sagen, die 1941 Edition passt zu diesem Auto genauso gut wie ich auf... Das war unser Review hier aus dem Schnee, aus den Alpen von www.derautotester.de. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, auf YouTube habt ihr uns gefunden. Abonniert am besten alles, würde mich freuen. Ich bin übrigens der Jan, werde jetzt ins Warme fahren und bedanke mich bei euch wirklich ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst mir gern euer Feedback zum Review da, zu mir, zum Schnee, zum Auto auf jeden Fall und ja, bis bald.